Heute geht es mal um die Treppe. Wie konstruiere ich eine Treppe? Und das ist jetzt eine Skizze aus unserem Buch, wo wir euch das Schritt für Schritt erklärt haben auf ganz, ganz, ganz vielen Seiten. Dazu haben wir vielleicht für alle nochmal, die zum ersten Mal zuschauen, ist eins unserer weiteren Bücher zum Thema Zeichnen, haben wir das Buch Architektur zeichnen lernen für euch herausgebracht und da ist ganz, ganz viel rund ums Architektur, perspektivisch zeichnen, Schatten konstruieren, welche Zeichenwerkzeuge die besten sind und unter anderem auch das Thema Treppe. Und wie zeichne ich eine Treppe? Wie kann ich Treppe konstruieren? Da haben wir auch uns eine einfache Stufe ausgesucht und das, wenn das schon mal versucht habe, Schritt für Schritt Anleitung nachzuzeichnen, ist in Ordnung. Ansonsten hier nochmal das Video zu und für alle anderen. Wenn euch für das Buch interessiert, schaut gerne auf unseren Seiten, da findet ihr auch den Link dazu. Wie beginnt man bei einer Treppe? Also als erstes hat man einen Horizont, das ist sehr wichtig. Das ist die Augenhöhe. Dann habe ich vielleicht so die Höhe, die ich überwinden möchte. Und zwar das ist die obere Kante und die untere Kante. So, und dann die Breite der Treppe. Das ist sie an dieser Stelle. So, das heißt, alles andere verläuft jetzt einfach senkrecht oder auf den ersten oder zweiten Fluchtpunkt. So, das ist die Treppe. Wenn ich die jetzt von oben drauf schaue, dann würde ich genau diese Fläche sehen. Meine erste Stufe, ich möchte das auch perspektivisch genau machen, zeichne mir die erste Stufe und jetzt unterteile ich diese mit zwei Diagonalen. Mit zwei Diagonalen unterteilt bekomme ich dann exakt den Mittelpunkt der Fläche, der auch gleichzeitig eine Hilfslinie für mich ist, um die zweite Stufe zu konstruieren. Die skizziere ich. Diesen Punkt brauche ich dafür ganz wichtig. So, dann verbinde ich jetzt diese beiden Punkte, verlängere den Strich und da, wo ich auskomme, ist meine zweite Stufe. Das heißt, so sieht die dann aus. Dann habe ich wieder den Punkt, verlängere das dann weiter, so gerade wie möglich, damit es auch funktioniert, immer auf den Fluchtpunkt genau. Ich die dritte Stufe, das mache ich jetzt noch mit der vierten Stufe, immer auf den linken Fluchtpunkt, ganz wichtig. Und dann die eine kleine Info, der vierte Stufe, das ist wichtig, weil die gibt uns eigentlich jetzt die Diagonale an. Von der Ecke der vierten Stufe bis oben zu dem Podest haben wir vier Stufen, aber eigentlich nur drei Steigungen. Das ist das Entscheidende dabei. Das heißt, 1, 2, 3. Die letzte Stufe habe ich ein bisschen leicht verschoben, aber es macht nichts. Dadurch wird die ein bisschen unterschiedlich hoch sein. So, und hier bewege ich mich jetzt an den Schnittpunkten jeweils mit der Diagonale einfach zum Fluchtpunkt auf der Seite und das Ganze oben. Da, wo die Senkrechte die Diagonale trifft, ist meine Trittstufe. So, man sieht die Treppe schon quasi. Jetzt muss man die entsprechenden Linien verbinden, auch auf den Fluchtpunkt genau. Wenn man Glück hat, treffen die sich dann exakt auf diesen Eckpunkten der Stufe. Wie gesagt, hinten zwischen 2 und 1, das ist ein paar Millimeter verrutscht. Aber die Technik ist die gleiche. Und ich habe meine drei Stufen mit 1, 2, 3, 4 Steigungen. Die letzte Treppe gibt es nicht. Dann Stufe, Entschuldigung, die vierte. Dann schraffiere ich das jetzt einfach mal, um es ein bisschen deutlicher zu machen. Ihr habt immer, wenn ihr gegen Stufen zeigt, seht einfach eine helle, dunkle Stelle. Und das ist dann auch wichtig. So, das machen wir jetzt hier auch. Und hier
alle Stufen erst einmal anschraffieren. So, und jetzt mit vielleicht einem kräftigeren Marker gehe ich nochmal an, um das mal zu zeigen, wie die Steigungen aussehen. Also wie gesagt, das Prinzip ist eigentlich immer gleich bei einer Treppe. Wie gesagt, die erste ist ein bisschen zu schmal geworden, habe ich erklärt, auf welchem Fehler basierend das Ganze ist. So sieht es dann aus. Jetzt mache ich einmal die kräftigen Linien, hebe die Stufennummer vor und nach diesem Prinzip könnt ihr eigentlich alles weiterzeichnen. Würde sich die Treppe dann über die Horizontlinie hinausstrecken, dann würden die Diagonalen, die jetzt zum Fluchtpunkt verlaufen, jetzt steigen sie quasi von links unten nach rechts oben, würden dann runterlaufen. Von rechts oben nach links oben, Entschuldigung, nach rechts unten. Also immer zu dem Fluchtpunkt, da könnt ihr eigentlich nichts falsch machen. So, und jetzt hier gebe ich dem Ganzen noch ein bisschen mehr Tiefe. Und dann ist die Treppe auch klar. So sieht's aus. Das ist die fertige Treppe. Und wie gesagt, mehr dazu, mehr Zeichentechniken, mehr Tipps, wie man vielleicht noch Treppen konstruiert in verschiedenen Perspektiven, findet ihr in unserem Buch. Oder aber auch natürlich direkt in unseren Kursen, sei es eine Fortbildung zum Thema Architektur, weil ihr schon bereits im Job seid oder Architektur studiert oder einfach das Ganze als einen studienvorbereitenden Kurs besuchen möchtet, mappenvorbereitungskurs.de, dann findet ihr alle Infos rund um unsere Kurse und dann machen wir gemeinsam mit euch, erarbeiten wir eure Bewerbungsmappe und ihr könnt euch ziemlich, ziemlich sicher sein, dass ihr angenommen werdet. Bis jetzt haben wir eine 100%ige Erfolgsquote. Das freut uns und wir sind, ja, freuen uns einfach, wenn ihr uns mal kontaktiert. Bis dahin, alles Liebe, danke fürs Zuschauen, freut euch auf das nächste Video oder auf das Buch, wenn ihr es noch nicht habt. Alles Gute und bis dann.